Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den lustigsten Schülerantworten hier auf meinem Kanal. Das erste Mal mit neuem Hintergrund. Tut ihr da? Real Talk, Freunde, seitdem ich hier wohne, ich habe noch nicht einmal ein Video mit dem Hintergrund gemacht. Bruder, ich mache mir ein Gaming-Zimmer für über 50.000 Euro und zeig's nicht in Videos. Und deswegen heute Premiere. Und ich sag mal so, fürs heutige Video haben wir echt wieder richtig lustige Schülerantworten am Start. Deswegen lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde, ganz wichtig. Denn wenn ihr das nicht macht, I am under the water. Was unterscheidet die roten von den weißen Blutkörperchen? Die Farbe. Ja. Wenn das schon so losgeht, dann muss ich los. Das nächste, okay. Das ist einmal eine Aufgabe. Ihr seht schon, links muss man halt die Wörter machen und rechts das Gegenteil davon. Zum Beispiel Aufgabe 1, Boy, Girl, also halt Junge und Mädchen. Und jetzt fuck mich nicht in den Kommentaren ab mit irgendwelchen Gender-Sachen. Zweitens, good, bad, also gut und böse. Weit weg und nah, kommen und gehen und original und China. Ja, das wird sein, Digga. Was für China? Als würde jeder Fake aus China kommen. Bro, was ist das? Okay, Freunde, das nächste ist ein Klassenbucheintrag. Florian schreit während des Unterrichts Luftangriff, worauf sich ein Drittel der Klasse auf den Boden wirft. Oh, Bruder, das könnte so ich in meiner Klasse damals gewesen sein. Bro, er schreit Luftangriff und alle, wow! Bei der nächsten Aufgabe soll man halt aus den Buchstaben ein Wort machen. Kennt jeder, zweite, dritte Klasse, keine Ahnung. N-A-W-L, lawn. Okay, ist halt Englisch, keine Ahnung, was heißt, aber ist richtig. E-N-T-H, then. Ja, das kennt man. A-W-S, saw, also gesehen in der Vergangenheitsformel. Kenne ich. Und dann T-S-I-H und er schreibt shit. Aber es könnte ja auch richtig sein. Das war eigentlich gar kein Fehler. Also der Lehrer schreibt zwar dahinter this, weil das war anscheinend die richtige Antwort, aber es, also, keine Ahnung, schreibt ihr mal in die Kommentare, aber ich würde jetzt sagen, es ist kein Fehler. Deswegen, alles richtig, Note 1. Ja! Das nächste in ein Rezept, Freunde, für eine Pizza. Okay, nochmal. Das nächste ist ein Rezept für eine Pizza Salami vom lieben Linus. Grüß dich an der Stelle. Und die Pizza geht wie folgt. Am liebsten esse ich Pizza Salami. Und das geht so. Ich rufe bei der Pizzeria La Strada an und bestelle eine kleine Pizza Salami. Wenn sie kommt, mache ich die Salamischeiben ab, weil Pizza Salami ohne Salami am besten schmeckt. Hä? Bro, wer hat dich verarscht? Linus, Junge, bestell dir doch einfach eine Pizza Margarita. Das ist genau das Gleiche. Aber Linus... Klasse Rezept, dank dir. Beim nächsten Mal, wenn ich selber eine Pizza machen will, dann werde ich es auch so machen. Aufgabe 3. Wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Bro, der schreit einfach doppelt so weit. Ah, ja, danke. Junge, was muss ich mir heute wieder reinziehen? Warum hat der Planet Saturn einen Ring? Gott liebte den Saturn und hat ihm einen Ring gegeben. Nee, der war es nicht. Die ersten Zellen im Körper waren wahrscheinlich... Und er schreibt alleine. Ja. Genau. Okay, Freunde, die nächste Aufgabe. Oleg. Guck mal, mein Humor ist so. Oleg. Ja. Oleg, mir doch. Oleg hat sich heimlich aus dem Haus geschlichen. Doch niemand hat etwas bemerkt, da seine Eltern beide Nachtschicht haben. Könntest du dir vorstellen, dass eine solche Situation auch bei dir zu Hause ist? Schreibe nun deine Gedanken dazu auf. Bro, der schreibt, ich denke, sowas würde nie vorkommen. Meine Mutter macht momentan sowieso eine Homeoffice. Ja, mega. Forza ist fertig runtergeladen. Junge, warum versteht die Hälfte der Menschheit einfach die Aufgaben nicht, Junge? Aufgabe 17. Wo liegt C? Da. Ja, da liegt C, richtig. Digga, das ist so dumm, wirklich. Okay, nächste Aufgabe, Freunde. Mit welchem Anzugsdrehmoment müssen die abgebildeten Schrauben angezogen werden? Digga. Der Typ antwortet, brr, brr, brr. Das ist doch eine Frechheit. Nächste Aufgabe, mit welchen Hilfsmitteln kann man ein Gericht schmackhafter gestalten? Gewürze. Yo. Oh, es ist so schön, wenn man keine Rechtschreibung kann. Gewürze, Bro. Einfach Gewürze. Ja, damit wird es auf jeden Fall besser schmecken, da bin ich mir sicher. Was ist der geometrische Fachbegriff dieses Körpers? Quader. Oder was für Quader? Wie kommt man denn auf Quader?
Hä? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ein rechteckiges Grundstück hat eine Fläche von 450 Quadratmetern. Seine Breite beträgt 15 Meter. An einer Längenseite des Grundstücks fließt ein Bach. Also die Breite 15 Meter, wir merken uns das. An einer Längenseite des Grundstücks fließt ein Bach. Der Besitzer will zum Bach hin einen Zaun errichten, um Unfälle zu vermeiden. Wie lange muss der Zaun zum Bach hin sein? Die sollen sich selbst um ihr Haus kümmern. Ja. Warum soll er das ausrechnen? Was soll denn das? Nächstes Fach, Erdkunde. Was ist eine Legende? Ihr kennt's alle aus dem Atlas. Der schreibt Ronaldo. Was wurde im Referat von Cornelius als einfachste Methode herausgearbeitet, um eine neue Sprache lokal betrachtet am ehesten sprechen und verstehen zu können? Und er schreibt Sprachen lernen. Babbel. Freunde, die nächste Aufgabe. Schreibe kleiner oder größer. Jeder kennt die Zeichen aus Mathe. Super easy. Aufgabe 1. 0,5 oder 1. Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Was würdet ihr einfügen? Wahrscheinlich nicht das, was der Typ einfügt. Denn der Typ schreibt einfach oder rein. Ja gut, also streng genommen stand ja in der Mitte. Aber Bro, was ist das? Berechne die in Abbildung 3 gezeigte Formel und Kürze. Das habe ich getan und ich glaube, dass sie da ebenfalls drauf kommen können. Ja. Die Lehrerin ist ja nicht ohne Grundlehrer, also wenn sie das nicht weiß. Nenne 3 deutsche Städte mit dem Buchstaben K. Kassel, Koblenz, Karstadt. Aufgabe 30 plus 40. Wie rechnest du? Schreibe auf. Er schreibt, wie er rechnet, mit den Fingern und dann auf. Oh, Junge, das ist dieser Scheißhumor. Warum lache ich? Weil da steht Schreiber auf und er schreibt auf und ich finde das lustig. Das macht gar keinen Sinn, Junge. Welche Geschenke brachten die 3 Weisen dem Jesuskind mit? Gold, Weihrauch, Karotten. Was bemisst die Richterskala? Erdbeeren. Wo war der Witz, Junge? Der nächste, wie erklärst du dir, warum Gustav die mit D 35.000 Gramm die falsche Antwort wählte? Nun ja, weil Gustav schon immer der Dumme war. Ja, anscheinend schon. Wenn die ja falsch war, dann... Also... Nö. Wie werden aus Zentimeter Meter? Wenn man das Zenti wegstreicht. Zentimeter. Ja. Von was ernähren sich Delfine? Meeresfrüchte, Bananen, Äpfel, was halt alle so gerade vom Meer geworfen wurde. Richtig. Beschreibe die Vermehrung des Frosches. Beschreibe, was der Elefant auf dem Bild tut. Torretten. Ja. Bro, Torretten. Gibt's das Wort eigentlich wirklich? Also, gibt's das Wort Torretten oder Tröten oder... Wie heißt das, was ein Elefant macht? Der macht ja Torretten, oder? Freunde, das nächste hätte auch von Standards gekommen können. Nenne 6 Tiere, die in der Antarktis leben. 2 Eisbären und 6 Seehunde. Ja. Wow. Bei der nächsten Aufgabe sehen wir 3 verschiedene Männchen oben. 0 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und die machen halt so. Die Frage lautet, welche Bewegung führt der Läufer aus? Yoga. Begründe deine Antwort. Weil er still da steht. Da ist was dran. Bro, es ist eigentlich sogar richtig. Er steht still. Oder sieht man, dass er da läuft? Da steht oben drüber irgendeine Sekundenzahl, aber... Gut. Schreibe das heutige Datum. Das heutige Datum. Ich habe keine Lust mehr langsam. Ja, deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Was ergibt das? Und er schreibt, Streit mit Papa. Welche Probleme entstehen durch Plastik im Meer? Weniger Plastik am Land. Die letzte Frage für heute. Warum wurde Napoleon Kaiser, Freunde? Das ist die Frage, die man sich hier an der Stelle stellt. Doch die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Weil er es wollte. Puh, reicht dann jetzt auch. In welchem Alter möchtest du Kinder bekommen? Nö. Begründe deine Antwort. Weil die bestimmt so werden wie ich und ich will mich nicht aufregen wie Papa jeden Tag. Bro, da würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ob du mal dein Verhalten ändern solltest. Weil ich sag dir ehrlich, ich war früher auch so. Mein Dad hat sich voll auf die Uhr aufgeregt. Und ich sag mal so, schau, was aus ihm heute geworden ist. Freunde, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wirklich seit einem halben Jahr oder so kam endlich nochmal eine neue Folge. Falls ihr Bock habt, dass ihr davon in Zukunft ein bisschen mehr macht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Freunde. Und schickt mir gerne lustige Schülerantworten, wenn ihr selber was habt. Oder wenn ihr mal einen geilen Klassenbucheintrag oder so hattet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder schickt es mir per E-Mail oder keine Ahnung was, Instagram. Von mir aus auch Flugtaube Post, wie das heißt. Freunde, wir sehen uns morgen. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, yeah.
you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later.